Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Food Diary. Zum Sonntagsfrühstück gibt es heute bei mir eine Orange und ein selbstgemachtes Joghurt von meiner Mama mit Himbeeren. So, nachdem die Lotte jetzt wieder aufgetaucht ist, gibt es jetzt für mich Mittagessen. Ich habe mir 2 Scheiben Brot gemacht, ziemlich dicke Scheiben Brot. Ich muss sie nämlich selber runterschneiden und dann kommt sowas dabei raus. Dementsprechend dick ist natürlich auch der Belag, Butter, Teewurst. Und dann habe ich mir noch eine halbe Paprika aufgeschnitten und etwas Gurke mit Salz und Biodo-Essigcreme. Und da ist die Lotte wieder da. Ha? Mausi, wo warst du denn? Überall habe ich sie gesucht. Und dann sitzt sie vor der Haustür. Als Vorspeise zum Abendessen gibt es jetzt eine Mandarine und eine Grapefruit. So, es gibt Abendessen. Das sieht nicht ganz so appetitlich aus, aber es schmeckt immer ganz gut. Kartoffeln mit Butter und Kräuterquark und Brokkoli mit Biodo-Essigcreme und halt alles gesalzen. So, meine Nachspeise von Leibniz Keks Schokocream oder Keks Cream Schoko. 2 sind noch drin. Die 2 hier. Die werde ich jetzt noch essen. Wir sehen uns am Montag wieder mit meiner aktuellen Schminkroutine. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Live like a lady. Tschüss!